Hallo, Lieben, ich habe mir heute Verstärkung geholt und zwar ist die liebe Kim Lian dabei. Yeah! Vielleicht kennt ihr sie ja schon, eine der wenigen österreichischen, richtig coolen YouTuber. Oh! Ja! Habe mich sehr gefreut. Wir haben uns in Berlin vor kurzem kennengelernt und dachten, wir machen mal ein Video zusammen. Und um das Ganze ein bisschen auszulockern, haben wir auch gleich mal eine Challenge gemacht und zwar die Backboard Challenge. Bei Kim haben wir schon ein anderes Video gedreht und zwar die Emoji-Challenge, wo wir so diese kleinen Smileys nachstellen und Gesichtsakrobatik machen. Oh Gott, ich bin so gespannt, wie das aussieht. Ey. Irgendwann hatten wir voll den Muskelkater im Gesicht von unseren Masken schneiden. Wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, weil wir beide wecken müssen. Deswegen schauen wir uns nur so ein paar gemeinsam an. Aber schauen sie natürlich nachher noch Pause an. Und, ja, klar, klar. Fangen wir doch mal an mit ganz am Anfang dem Purzelbaum. Also wir mussten sozusagen alles rückwärts so machen, dass wenn man es vorwärts abspielt, nee, doch. Dass es so wirkt, als hätte man es richtig rumgemacht. Also aber wir gucken uns das an. Also ein Purzelbaum. Also man spielt es rückwärts ab und dann muss es so vorwärts richtig rum sein. Das heißt, wir haben alles verkehrt rum gespielt. Genau, das war so ein Mindfuck. Das war so richtig so, wie so, oh mein Gott. Okay, warte, Purzelbaum. Wenn ich in die Richtung, das heißt, ich muss starten. ja, schon, genau. Ja, das war okay. Voll, die Haare sind halt geil. Cool. Hat, jetzt schon hat sich nicht so angefühlt, als würde es nach irgendwas aussehen. Los. Yay! Bei dir sind die Haare aber richtig real. Ja, okay. Aber deins war lustiger mit dem. Oh, das Bett. Das ist jetzt noch richtig lustig. Mach einfach weiter. Go with the flow. Kissen. Boah, das Kissen aus. War gut, das Kissen war gut. Ja. Das ist geil, wenn man sagt. Ja. Ja, das geht. Die Kissen sind okay. Krass. Ich glaube, da habe ich mich richtig. Oh, süß! Da habe ich mich richtig dumm angestellt bei meinem, glaube ich. Muss mich ja freuen. Ja, dann macht sie auch von Zauberhand. Ja. Ja. Oh, das sah echt aus. Die Kissen sind immer gut zum drauf. Nein, das habe ich jetzt so geschoben. Oh, das war geil. Oh. Oh, Schuhe zu machen. Mir jetzt an. Ja. Ja. Okay, ich setze mich hin, mach den hier. Warte, nein, ich freue mich zuerst. Scheiße. Ach, du musst das da rausholen. Die Schnüre. Oh,
Meine Haare. Okay. Boah, das war jetzt echt gut. Oh, die Schleife! Wie geil ist das denn? Aber das Reingehen war echt gut. Schau. Ja, stimmt. Aber die Schleife ist voll so von Zauberhand. Zusammenfalten. Ja. Wow. Ja, wow, voll gut. Da war ich so hoch konzentriert. Hey, voll gut. Ja. Ich hab Angst, dass ich irgendwo dagegen habe. So muss es sein. Falsch rum. Nee, ist richtig rum. Oh, oh richtig gesehen. Scharf.
Das war ja so hoch konzentriert. Hey, voll gut. Das sieht auch so aus, als hätte ich es so weggenommen. Ich habe extra mich so ein bisschen. Das ist geil, dein Kabel. Habe ich gar nicht aufgeräumt, bei mir. Ich habe das wirklich aufgerollt. Ja. Krass. Voll gut. Dein Handy kommt zugeflogen. Und die Schuhe sind ja geil. Nein. Man die so wegnehmen. Ey, voll gut. Ah, Hammer. Richtig gut. Sehr cool. Geil. So geil. So. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Beim Zuschauen zumindest. Ja, aber allein das Drehen war schon so ein Ding für sich. Ich fand es so witzig. Ja, vor allem, das ist so ein, du musst dir halt echt überlegen, dieses Rückwärtsdenken, das ist im Kopf, finde ich so. Also, dieses logische voll. Denken funktioniert bei mir nicht so gut. Und ich hatte voll die ganze Zeit so, hä, scheiße, wie geht das jetzt? Ja, voll. Aber es ist auch so, dass wenn du zu lang drüber nachdenkst, wie nehme ich das jetzt und so, dann wirkt es voll abgehackt. Das ist irgendwie voll die Wissenschaft für sich. Ja, das stimmt. Aber das ist also voll die geile Idee. Auf jeden Fall vielen Dank auch für die Tipps. Ich hatte euch nämlich gefragt bei Instagram, Quatsch, bei Twitter und bei Snapchat, was für Videos machen sollen. Und da hatten welche das vorgeschlagen. Echt? Ja, ich finde das so eine coole Sache. Also probiert es auch gerne mal aus und schreibt in die Kommentare, was euer Lieblings-Rückwärts-Vorwärts-Moment war. Ja, genau. Ja. Und wer es besser gemacht hat vielleicht. Challenge. Nein, ich glaube, also was ich bis jetzt gesehen habe, sah es richtig cool aus. Ich freue mich schon gleich, die anderen Sachen noch anzuschauen. Ja, voll. Und das Emoji-Video, das könnt ihr euch genau, das Video bei der Kim. Ich verlinke es euch natürlich alles hier einmal hin und auch in die Infobox und auch ihren Kanal natürlich. Schaut vorbei. Und dann machen wir vielleicht bald nochmal irgendwann ein Video zusammen. Ja, auf jeden Fall. Falls es euch gefällt, gerne Daumen hoch da lassen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.